Welches Auto, liebe Zuschauer, verkörpert den amerikanischen Way of Drive mit am besten? Ganz klar, es ist natürlich die Ikone der amerikanischen Sportwagen. Es ist die Chevrolet Corvette. Die Geschichte der Corvette beginnt in England. Denn vor über 50 Jahren kehrte ein Großteil der amerikanischen GIs nach Hause zurück. Und was hatten sie im Gepäck? Viele kleine Roadster von MG. Und diese kleinen MGs hatten innerhalb von kürzester Zeit eine riesige Fangemeinde in den USA. Und das blieb natürlich auch den großen drei in Detroit. GM, Ford und Chrysler nicht verborgen, aber die großen Bosse winkten ab. Nur einer nicht, Harley Earl. Harley Earl war damals der Chefdesigner von GM. Und ganz heimlich hat er zusammen mit einem kleinen Team einen zweisitzigen Sportwagen entwickelt, damals noch unter dem Codenamen Opel. Und 1953 kam dann die erste Corvette auf den Markt. Sie hatte auch damals schon eine Karosserie aus Fiberglas. Aber der Erfolg ließ auf sich warten, denn die erste Corvette, sie wurde übrigens auch nur 300 Mal verkauft, war mehr ein Salonlöwe anstatt eines reinrassigen Sportwagens. Denn sie hatte zwar einen 3,8 Liter großen Sechszylindermotor, aber der wiederum hatte nur 150 PS und eine Zweigangautomatik. Das war nicht ganz, was die Leute damals wollten, aber GM hat schnell reagiert. Man hat die Preise gesenkt und die Motorleistung angehoben. Und so kam die Corvette dann langsam ins Rollen. Aber 1955 wurde ihr ein großer Konkurrent entgegengestellt, nämlich der wunderschöne Ford T-Bird. Der Thunderbird verkaufte sich so gut, dass GM abermals reagieren musste. Und das war auch gut so, denn jetzt bekam die Corvette endlich den Heartbeat of America, einen V8-Motor mit 4,3 Liter Hubraum. Bis 1962 wurde die erste Serie noch weiterentwickelt. Dann begann eine ganz neue Ära mit der Corvette Stingray. Bisher gab es die Corvette ja nur als Cabrio. Jetzt wurde auch ein Coupé angeboten. Und das hatte ein ganz charakteristisches Merkmal, nämlich hinten die geteilte Heckscheibe, das sogenannte Split Window. So, wir sind jetzt unterwegs in der Corvette Stingray Split Window. Das ist das Modell 63. Und für mich geht in diesem Moment ein Kindheitstraum in Erfüllung. Denn wenn man als Junge autoverrückt ist, hat man vielleicht 50, 100 oder vielleicht 200 Matchbox-Autos. Und eines davon in meiner Sammlung war eine Split Window aus dem Jahr 63 in Dunkelblau. Und ich glaube, sie war von Sico. Und ich wollte immer wissen, wie aufregend es eigentlich ist, wenn man in so einem Auto sitzt. Das lange Warten hat sich gelohnt. Der Wagen fährt sich überhaupt nicht amerikanisch. Im Gegenteil, der ist knüppelhart. Ich glaube, der Erstbesitzer dieses Fahrzeugs muss ein echter Purist gewesen sein. Bis auf die elektrischen Fensterheber gibt es hier keine Servounterstützung und keine Automatik. Die Schaltung lässt sich zwar relativ knapp schalten, aber man braucht doch ordentlich Kraft dazu. Und die Kupplung ist das Härteste, was ich je erlebt habe. Man sitzt hier tief und breit auf der Straße. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, als würde man in einem Düsenjäger hier ganz tief über den Asphalt donnern. So ungefähr fühlt sich das Ganze an. Der Wagen macht so richtig Lust auf mehr Gas geben. Das Auto fährt wesentlich besser um die Kurven, als man glaubt. Das ist ja so ein Vorurteil. Alte amerikanische Autos haben eine schlechte Straßenlage. Manche ja auch heute noch. Aber was man hier nicht sieht, der Wagen hat hinten eine Einzelradaufhängung. Ein anderes Vorurteil ist natürlich der Benzinverbrauch. Es heißt ja gemeinhin, ein alter Ami säuft wie ein Wikinger auf Landgang. Das stimmt aber nicht. Die Corvette kann man sogar mit 12 Liter auf 100 Kilometer fahren, wenn man ganz sparsam unterwegs ist. Wenn man normal fährt, sind es so 15, 16 Liter. Und wenn man erstmal so richtig kesseln lässt, dann können es allerdings schon über 20 Liter werden. Aber man darf ja auch nicht vergessen, das Auto hat eine Leistung von 250 PS. Und außerdem ist die Konstruktion ja auch schon jetzt fast 40 Jahre alt. 250 PS unter der Haube, das ist natürlich schon ein Wort. Und auch das Design der Stingray ist nicht von schlechten Eltern. Der Wagen nimmt schon ein bisschen die Ära der Muscle Cars vorweg, ohne ein typischer protziger Muscle Car zu sein. Mir gefällt die Form unheimlich gut. Die sieht so richtig schön spacig aus. Das erinnert mich ein bisschen an die alte Zeichentrickserie der Jetsons. Und die große Attraktion damals, das waren natürlich die Klappscheinwerfer vorne. Und die finde ich auch heute noch unheimlich nett.
Schade nur, dass ab dem Modelljahrgang 64 diese wunderschön geteilte Heckscheibe, dieses Split-Window, durch eine große Scheibe ersetzt wurde. Ganz klar, das hatte Kostengründe, denn eine große Scheibe, eine einzelne, war wesentlich günstiger herzustellen als diese zwei kleinen. Aber ich finde, gerade dieses Split-Window passt ganz hervorragend zu diesem aufregenden Design der Stingray. Wir sind jetzt unterwegs in einer 67er Stingray. Das war das letzte Jahr, in dem die Stingray gebaut wurde. Und in dieses Modell hier wurde alles gepackt, was es damals an Luxus gab. Eine Servolenkung, eine Servobremse, Klimaanlage, elektrische Fensterheber, ein Zweigang-Automatikgetriebe. Ein nettes Detail möchte ich Ihnen noch zeigen. Es gab auch damals schon eine Lenkradverstellung. Man musste nur diesen Knopf hier rüberschieben und schon konnte man das Lenkrad in die gewünschte Position bringen, je nachdem, ob man entspannt auf dem Highway cruisen wollte oder ob man es lieber etwas sportlicher haben wollte, weil man gerade mal Lust hatte, schnell ein paar Runden in Daytona oder in Indianapolis zu drehen. So, und ich kenne jetzt jemanden, dem wird ein Riesenstein vom Herzen fallen, dass er dieses Auto wieder in einem Stück zurückbekommt. Das ist nämlich der Besitzer dieser schönen Corvette, Knut Ohlitz, gleichzeitig auch der Präsident des Corvette Club Hessen. Das stimmt. Herr Ohlitz, erste Frage, wo haben Sie denn dieses Prachtexemplar gefunden? Das Auto wurde mir letztes Jahr angeboten. Ich habe 15 Jahre bereits eine Corvette besessen und dachte eigentlich, ich werde mich nie davon trennen. Also ich kann Ihre Begeisterung für die Corvette absolut nachvollziehen, aber amerikanische Autos haben ja immer so ein bisschen einen zweifelhaften Ruf. Es heißt, dass die Besitzer eher aus dem halbseidenen Milieu kommen. Was sind es denn jetzt für Leute, die heutzutage mit einer Corvette unterwegs sind? Das ist schnell beantwortet. Wir haben Bankvorstände, Ärzte, Rechtsanwälte, Leute aus der freien Wirtschaft. Meistens haben sie schon eine klassische Corvette, kaufen sich dann noch eine neue dazu mit Garantie und voller Zuverlässigkeit. Und auch bei Oldtimer-Rallys stellen die Fahrzeuge immer wieder ihre Präzision und der Beweis zu sehen, unter anderem auch beim Oldtimer-Grand Prix auf dem Nürburgring.